Freibeuter sind heute bei den Skatern hier am Neuen Markt und bei mir ist der Stefan und der Christian vom Transfer e.V. Und Stefan, erklär mir doch mal, was der Transfer e.V. ist. Ja, der Transfer e.V. ist ein eingetragener Verein für BMX und Skaten. Wie viele Leute seid ihr so ungefähr? Ja, eingetragen sind wir 7, aber insgesamt, sag ich mal, sind wir 40. Wie alt sind die so ungefähr? Von 13 bis 23 ungefähr. Und warum habt ihr euch gegründet? Also wir haben uns gegründet, weil in Stralsund keiner was für uns tut halt, weil wir jahrelang schon der Stadt hinterherrennen, dass überhaupt mal was passiert hier und naja, deswegen. Das heißt, ihr wollt den Jugendlichen Möglichkeiten geben, um die Freizeit anderweitig zu gestalten? Ja, auf jeden Fall. Was habt ihr so für Ziele mit eurem Verein? Mit unserem Verein? Naja, wir wollen auf jeden Fall, dass wir erstmal eine Halle haben, dass wir auch im Winter und im Herbst fahren können, wenn halt das Wetter nicht so berauschend ist. Und dazu brauchen wir auf jeden Fall Sponsoren, die uns unterstützen, geldlich. Das war nix. Was würden denn die Sponsoren für Gegenleistung bekommen dann von euch? Na, auf jeden Fall könnten die Sponsoren ihre ganzen Werbungen, die sie haben, bei uns dann aufhängen können. Und unterstützt ihr euch auch selber? Also habt ihr eigene Geldquellen? Ja, also wir bezahlen ja monatliche Beiträge und ja, wir würden dann in der Halle, wenn das denn soweit wäre, würden wir Contests veranstalten und eventuell Konzerte und so, sodass wir dadurch auch Geld reinbekommen. Okay, und was genau für die Halle braucht ihr dann? Wofür braucht ihr genau das Geld? Für die Rampen. Und die Betriebskosten wahrscheinlich auch. Und die Betriebskosten, ja, die wollten wir eigentlich ja dann durch Sponsoren irgendwie finanziert bekommen.
said you both dance, lost in a trance. You sing with silence, you sing of violence. Stars in their place, mirror your face. I have to find you, I need to seek my inner Schönen guten Tag, wir sind die Skater, wir sind heute in unserer Skatehalle zu Gast mit Freibeuter TV. Links von mir sitzt der Moderator Jakob, sag mal hallo. Hallo. Und noch ein weiter sitzt Stefan, sag auch mal hallo. Moin. Und wir sind quasi heute hier, um ein Interview zu führen, aber da der Moderator keine Lust hat, sich selbst vorzustellen bzw. das Interview einzuleiten, mache ich das gerade. Aber ich denke, Jakob, jetzt bist du bereit, weiterzumachen, oder wie sehe ich das? Richtig. So, wie du schon gesagt hast, habt ihr jetzt eine Halle und erzähl doch mal, wie seid ihr da rangekommen? Ja, also vor einem Jahr haben wir uns zum 8 vorne getroffen auf ein Bierchen und haben unseren Verein gegründet, Transfer e.V. Und seitdem haben sich die Dinge eigentlich schon fast mehr überschlagen. Und zwar haben wir am Ostkreuz bei einer Diskussion mitgemacht, da war ein Zelt vom Speicher aufgebaut. Und da waren ganz viele Leute, also es war wie eine Talkrunde, von der Stadt dabei, vom Jugendamt, von der Stadt. Ja, und da haben wir halt mal gesagt, was Hase ist, dass wir eine Halle haben wollen, dass es nicht sein kann, dass wir im Winter zu Hause sitzen müssen, wenn es schneit, weil wir nicht fahren können. Eine Woche später hatten wir einen Termin beim Jugendamt, mit denen haben wir uns dann auch schön auseinandergesetzt, die haben uns Geld zur Verfügung gestellt und dann haben wir diese Halle hier von der SWG bekommen. In der 12. Sendung von Freibeuter TV habt ihr ja mal angesprochen, dass ihr auch Sponsoren sucht. Und hat sich da mittlerweile irgendwas rausgestellt? Werdet ihr mittlerweile von irgendwelchen Firmen finanziell unterstützt? Ja, eigentlich leider noch nicht so. Da hat sich noch keiner gemeldet oder irgendwie lief das alles nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Aber es waren noch manche Leute dabei, die uns eine Unterstützung gegeben haben. Und an die würde ich noch mal gerne einen Dank sagen. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben zwar natürlich gewisse Vereinsgelder gehabt, halt durch die Mitglieder, die das Geld überweisen, aber was du hier siehst, ist quasi alles in Eigenregie entstanden und das haben wir alles selbst gezimmert und aufgebaut, ja. Zurzeit steht in der Halle eine schöne große Quarter, eine Farmbox mit einer schönen Ledge, dann noch eine Bank mit der Ledge und eine Bank mit zwei Quarters und eine schöne Grindbox. Und was würdet ihr gerne in der Halle noch drin haben? Na, zurzeit fehlt uns noch eine Mini-Rampe, die wir uns noch reinstellen wollen, aber da fehlt uns noch zurzeit die finanzielle Lage. Ganz fertig, aber ich denke mal, sofern die Halle fertig ist und ich denke mal, wir machen hier auch eine richtige Eröffnung, dann wird es auch nicht lange dauern, bis wir hier unseren ersten Contest drin machen und dann wird hier richtig dick die Party abgehen, denke ich mal. Und apropos Party, alle Leute, die gerne in den Speicher gehen, am 11.01.2004 ist im Speicher Transfer e.V. Party und da geht dann richtig die Sau ab. Yeah.
dass sie alles so wirklich wird, dass man ein bisschen durchführen könnte. Ja, wie gesagt, wir sind noch nicht fertig, aber ich denke mal, irgendwie werden wir uns dann schon bemerkbar machen, ob es ein Artikel in der Zeitung ist oder ob wir euch Bescheid sagen, dass ihr vielleicht irgendwie einen kurzen Beitrag dazu senden könntet. Aber auf jeden Fall wird hier demnächst irgendwann ein Contest stattfinden. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr, aber im nächsten Jahr auf jeden Fall. Das wird kein Problem, denke ich mal. Alles so bestimmt ziemlich laut. Habt ihr schon mal ein paar Beschwerden gekriegt? Ja, wir haben innerhalb von einem Monat haben wir schon 2 Abmahnungen gekriegt wegen Lärmbelästigung. Aber es ist echt keine Absicht. Wenn, wollen wir uns nochmal entschuldigen dafür. Wir werden bestimmt was dagegen ändern. Wie wäre es denn mit Lärmschutz? Ja, das ist eine gute Idee, aber wie du dir das vorstellen kannst, bei dieser riesigen Halle ist es arschteuer, den ganzen Scheiß zu verkleiden so. Und das ist dann auch gleich wieder ein Aufruf an Sponsoren, vielleicht an irgendwelche Baufirmen, die so ein bisschen Zeug übrig haben. Ja, bringt es zu uns und wir verbauen es und unsere Anwohner freuen sich, dass sie quasi abends um 8 nicht mehr so viel Krach um die Ohren haben. Also es wäre auf jeden Fall nett von den Leuten, sagen wir es so. Ich denke mal auch, dass Skaten und BMXen irgendwie so eine Art der Lebenseinstellung ist. Also man lebt sein Skaten, man lebt sein Fahrrad quasi so. Also wenn ich im Sommer irgendwo unterwegs bin, habe ich mein Brett immer wohl dabei. Wenn ich irgendwo eine Curb sehe oder was weiß ich, dann ja, alles klar, grinden wir mal eine Runde oder was weiß ich. Ist also für mich ist das Brett auch wie ein guter Kumpel geworden so teilweise. Ja, du hast es immer dabei, jo, du kannst fahren, du musst nicht abkacken, sag ich mal zu gut Deutsch, wenn du irgendwo im Urlaub bist. Es macht einfach Spaß so, ja, und man lebt halt sein Hobby irgendwo. Natürlich ist es auch ein guter Freizeitvertreib, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, gehst in die Halle, gehst skaten, das ist natürlich das Geilste, was du machen kannst. Ja, ich denke mal, das beschreibt es am besten so. Alles klar, danke euch beiden. Ja. Und war nett, dass ihr da wart. Kommt bald wieder. Ja, das war's jetzt wohl von den Freibeutern und von den Transfer e.V. mit Jakob und Philipp. Ich sag nochmal danke, dass ihr da wart. Und ich gebe mal nochmal weiter an Thomas. Vielen Dank an die Leute, die uns das gegeben haben, was wir jetzt haben. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Aber wir wollen noch weiter Sponsoren haben und wir suchen auch weiter Sponsoren, um diese Halle immer besser zu machen, bis mal so eine richtig geile Sau von Halle ist, quasi auf gut Deutsch. Ja, ja, peace. Oh yeah. Du hast wunderschöne braune Augen.